So, guten Morgen, willkommen zu einer neuen Ankündigung. Ich mache davon in letzter Zeit recht viele, aber ich bin ja auch enorm wichtig, deswegen muss es sein. Und zwar wegen Mücke, die hier rumfliegt. Nein, wegen Livestream. Ja, ich habe gedacht, ich mache das erstmal so im 2-Wochen-Rhythmus, habe ich mir mal gedacht, weil, ja, war total toll, viel besucht und so. Deswegen diesen Samstag am 3. wieder und danach so im 2-Wochen-Rhythmus, 17. bis dann, Dingsbums anfängt, Studium. August irgendwann hier, Oktober. Oktober, August, wo ist der Unterschied? Und mal gucken, wie es dann überhaupt wird mit Let's Plays und so und Internet und Aufnehmen und sowieso. Das ist dann wieder so ein Thema, da komme ich dann in 2 Monaten wieder drauf. Dauert ja noch ein bisschen. Ich werde dann wahrscheinlich auch immer so Ankündigungsvideo vorher machen, nochmal so ein paar Tage vorher, damit auch jeder dran denkt. Weil, warum nicht? So, ja, ich werde wahrscheinlich dieses Wochenende, Moment, wo bin ich jetzt? Hier sind wir, nein, Moment, nein doch, nein, hier. So, also wie gesagt, Samstag, 20 Uhr wieder, gute Zeit, passt. Ja, spielen werde ich vielleicht, mal gucken, müssen noch ein paar Aufnahmetests machen, Streaming-Tests, ob das so geht. Tony Hawk Pro Skater 2 vielleicht, wenn ich hier noch Dawn of War zu bieten, weil Act of War läuft ein bisschen scheiße, wie man vielleicht festgestellt hat. Vielleicht will mir jemand einen neuen Rechner kaufen, dann läuft es vielleicht besser. Wenn nicht, kauft ihn mir trotzdem. Und, ja, das war das Erste. Und zweitens wurde ich öfters nach Warcraft 2 gefragt, ob ich das auch Let's Playen will. Übrigens hier die 2 Assis, ne? Nicht abonnieren, die sind scheiße. Das Problem ist, ich habe dieses Spiel nicht. Und ich finde es im Internet auch nur die englische Version, die sie dann irgendwie nicht installieren lassen, so technisch. Und, oder nicht so wirklich funktionieren. Ich würde es aber, wenn, dann auf Deutsch spielen, weil das Spiel gibt es ja auf Deutsch. Ja, das heißt also, sollte es, also beziehungsweise es wird nicht in der nächsten Wahl drin sein, weil ich es nicht habe, es sei denn, es kauft mir jemand. Ich habe es auf meine Wunschliste gesetzt, hier so. Dann kann ich es mit in die Wahlliste mit reinpacken. Ich habe auch noch ein bisschen anderes Zeug, also ich empfehle ja auch das hier zu kaufen mir, ne? Ist auch günstig und so. Wie gesagt, wenn es jemand kauft, würde ich es dann mit auf die Liste setzen. Dann könnte es beim nächsten Mal wählen, was nicht allzu lange sein sollte mehr, also... Ich meine, warte mal, Moment, ich habe das ja schon hochgeladen, ich habe da irgendwie bis 22 und bin fast schon durch mit der ersten Kampagne, das werden vielleicht so 50 Videos werden, soll also noch ein paar Wochen dauern, ja, bis zum Studium und dann wird es nicht Let's Playen, also wie gesagt, wenn jemand will unbedingt, dass ich das spiele, dann muss es mir vorher schon kaufen und wählen. Einige Leute haben das mit dem Wählen auch noch nicht so ganz verstanden. Und fragen nach, Let's Plays das nächste, das und das. Ich sage jetzt mal nicht wer. Ich bin schon seit über 3 Jahren auf YouTube, fällt mir gerade auf. Aber egal, das wollte ich nur sagen. Ich könnte mir auch noch mehr Zeug kaufen, also... Ich nehme das gerne an, nur ich bin kein so Assi, der sagt, nö, so einen Scheiß will ich nicht, ey. Ich bin da sehr sozial eingestellt, ne? Das war's dann im Prinzip auch. Wie gesagt, kauft mir den neuen Rechner, dann bin ich glücklich, dann dürft ihr auch meine nächsten Projekte bestimmen, das ist alles kein Ding. Ich bin da für Bestechungen sehr empfindlich, empfänglich. Ja, das war's. Man sieht sich dann, oder auch nicht, oder was auch immer. Wenn ihr mich seht, dann macht ihr irgendwas falsch. Dann sollte ich mir vielleicht Sorgen machen. Paranoia, egal, Karl, das war's. Wiedersehen, bis irgendwann.